Gute zusammen. Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der Bruchwegbericht vor dem Freiburg-Spiel. Ja, zurück aus der Länderspielpause, rein ins Bundesliga-Geschehen. Die Reise in den Breisgau allerdings werden folgende Spieler nicht mit antreten können. Philipp Mwene und Adam Scholloy, beide verletzt, sowie Captain Danny Latzer ob seiner Gelbsperre. Ein anderer 05er dagegen wartet schon in Freiburg. Flo Müller wurde bekanntlich an den SC verliehen für diese Saison und freut sich wahrscheinlich genauso auf das Wiedersehen am Sonntag wie unser Cheftrainer. Ist für uns natürlich auch immer noch auch ein Mainzer Junge, der jetzt aber woanders spielt. Und das freut uns dann natürlich, dass wir sehen, dass er da auch seinen Job gut macht. Robin ist unsere klare Nummer 1. Robin ist ein Torwart, der eine Top-Einstellung jeden Tag im Training mitbringt. Wir sind mit Robin als unsere Nummer 1 komplett zufrieden. Und ist ein ganz wichtiger Faktor unserer Mannschaft. Im direkten Vergleich steht es, sagen wir mal, unentschieden. Robin hat die meisten abgewehrten Torschüsse in der Liga. Dafür hat Flo weniger Gegentreffer kassiert. Gedankenspiele dieser Art stehen in der Vorbereitung auf dieses Spiel aber wahrscheinlich eher nicht im Vordergrund. Jedenfalls nicht bei unserer Nummer 1. Wir haben auf jeden Fall versucht, das letzte Spiel aufzuarbeiten, zu schauen, dass wir an den Sachen arbeiten, die uns aufgefallen sind, die gefehlt haben, um letztendlich aus dem einen Punkt dann im nächsten Spiel 3 Punkte zu machen. Aggressiv nach vorne verteidigen, defensiv einfach noch ein bisschen besser stehen, damit wir nicht wieder so viel Gegentore oder überhaupt kein Gegentor am besten kassieren und vorne einfach unsere Chancen nutzen, weil die waren da, die haben uns erspielt. Die Jungs, die bei der Nationalmannschaft waren, die konnten da ein bisschen einfach ja auch positive Energie tanken, haben ja auch viele ihre Spiele gewonnen und deswegen denke ich, tut das gut. Und wir hatten hier auf jeden Fall eine gute Trainingswoche, wo wir kleine Wettkämpfe hatten, wo wir auch Spiele gewonnen haben, wo wir Erfolgserlebnisse uns holen konnten. Freiburg immer eine sehr gefährliche Mannschaft, eine sehr variable Mannschaft. Die sind immer aggressiv, geben sich nie auf und das sind alles Tugenden, die wir auch an den Tag legen müssen. Wir haben schon regelmäßig Kontakt. Ich denke, dass das jetzt vor dem Spiel vielleicht nicht sein muss. Wir sehen uns ja dann schon am Sonntag. Der Flo ist ein guter Torwart und ich denke, das wissen die Jungs auch. In der Bundesliga laufen viele gute Torhüter rum. Deswegen glaube ich, dass die Jungs da sich nicht so sehr darauf fokussieren sollten, wer da im Tor steht, sondern am besten einfach an ihn vorbeischießen. Na und am Ende geht es ja auch weniger ums Duell Zentner gegen Müller als vielmehr ums Spiel Mainz gegen Freiburg. Freiburg lebt von der Intensität, Freiburg lebt aber auch von sehr organisierten Abläufen, offensiv wie defensiv, was wir als unseren Spielstil auch entwickeln, schon auch eine Geschwindigkeit in unser Spiel reinzubekommen, was uns über weite Strecken gelingt, aber nicht immer. Und jetzt müssen wir gucken, wie uns das gegen eine Mannschaft gelingt, wo wir wissen, dass man auch ab und zu mal geduldige Phasen haben muss, weil sie, wie ich es gesagt habe, sehr, sehr organisierte Abläufe auch im Offensivspiel, gerade in der Spielaufbausituation haben. Da müssen wir dann auch mit Lernen zu leben, dass es Situationen geben wird, wo wir auch ein bisschen Geduld haben müssen, bis wir dann in Situationen kommen, wo wir dann die Balleroberung haben. Anstoß in Freiburg am Sonntag ist um 15.30 Uhr. Bleibt also noch genug Zeit, sich vorher nochmal unseren Podcast reinzuziehen. Aufgebasst und rangeklotzt, der 05er FM Audiobeweis, so heißt er. Gesprächsgast diesmal war unser Leiter Nachwuchsleistungszentrum Volker Kersting. Sehr zu empfehlendes Teil, weil sehr interessant. Das war ja auch ein Antrag von Borussia Dortmund, gerade im Hinblick auf Moukoko, als Auslöser nenne ich es jetzt mal. Wir haben es sehr intensiv betrachtet und ich muss sagen, ich glaube, dass man das guten Gewissens zulassen kann, mit der Maßgabe, dass natürlich jeder Verein und jedes Leistungszentrum die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass nur Spieler dort eingesetzt werden und man Spieler in die Lizenzmannschaft nimmt in diesem Altersbereich, die dazu in allen Bereichen auch in der Lage sind. So, und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens am Sonntag wieder. 05 FM überträgt wie gewohnt, wie immer, das komplette Spiel live und in voller Länge. Sendungsbeginn ist immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn, in diesem Fall also um 15:45 Uhr. Bis dahin, macht's gut, wir machen's natürlich auch.